Ja, moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Logistics Company. Ich bin der Lazy LP. Wir haben gerade zuletzt die beiden Container umgestapelt, weil die morgen hier mit dem Zug weggebracht werden. Ich muss hier mal eben kurz ein bisschen reingucken. Da kommt einer mit dem Zug. Geht los. Dann einen Tag später kommen drei mit dem Zug, also insgesamt vier. Einer wird dann mit dem Zug weggehen und drei mit dem Zug dann einen Tag später. Also vier Stück. Ich denke, die werden wir am 31. geht hier einer mit dem Zug, kommt mit dem LKW, da auch. Kommt zwei mit dem Zug, dann ja, neun Tage später kommt zwei mit dem LKW, dann gehen zwei mit dem Zug und wieder zwei mit dem Zug. Das sind auch schon acht hier beim Zug. Das wäre eine Fläche vollgestellt. Mit dem werde ich wahrscheinlich, ich denke, wir müssen unsere Flächen trotzdem freiräumen, weil hier, ach ne, die stehen hier schon, aber in zwei Tagen kommen nochmal zwei. Und hier haben wir noch drei Stück stehen. Ah, die gehen auch am 17. Am 21. Ach, die gehen auch morgen. Ja, okay, dann ist hier wieder leer. Ne, dann können wir alles stehen lassen, was dann hier ist. So, wir machen jetzt erstmal Feierabend. So, heute haben wir richtig zu tun. Da belade Fracht vom LKW ab. 4 Minuten. Belade Güterzug. Und lade ab und lade ab. Also wir haben hier richtig viel zu tun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passen rauf. Wie viel müssen wir beladen? 5. Also alles auf 1. Dann fangen wir auch hier mit an. Wieder ein bisschen laden. Wunderbar. Können wir weiter vorne mit anfangen. Hier reicht eigentlich. Dann passen auch alle 5 drauf. Erster Streich. Ja, wird langsam auch besser. Und wenn wir unsere Aufträge hier geschafft haben, können wir auch schon fast den Hafen kaufen, glaube ich. Die Lagerhalle bin ich nicht so der Fan von. Thank you.
sich so ergibt, würde ich sagen. Erst einmal haben wir die erste Station geschafft. Jetzt sollten wir zu laufen. Warum? Ich habe jetzt schon, ja, muss ich ganz schnell mal, ne? Ich starte schon wieder, von alleine. Und ist dann in die Zeitzone gekommen oder was? Kann ja wohl nicht angehen. Ups, da war schon wieder ein Poller. Den Auftrag eben vorziehen. Ist ja kein Problem. Fertig machen. Zum Glück habe ich das gesehen. Das wäre ärgerlich gewesen.
Ja, leider sieht man nicht, wenn man drüber geht, wann die abgeholt werden. Sondern erst am nächsten Tag sieht man das. So dass wir die jetzt noch nicht mal schon nicht so viel sollten. So. Dass wir die noch nicht wirklich zuordnen können und eventuell einlagern. Schade, dass man nicht sagen kann, alles klar, wir machen hier den Kranführer. Und wir können noch einen, wir können jetzt einen Angestellten holen, der dann sagt, hier mit dem Bankcarrier hier, fahr weg. Vom Gesamthafen Betriebsverein oder so. Auf Rude Kade. War wieder ein Houdini-Zug. So, Hokus Pokus, weg ist er. Wunderbar. Alles in einer Folge untergebracht. Ja, wir können noch in der Verwaltung gucken. Gibt hier was? Sieht nicht danach aus. Wo ist das Problem? Ah, Schiff und Palette. Oh Mann. Und hier. Ja, Palette, Schiff. Und da sind wir schon. Hatten wir ja auch von Palette. Ah, ja. Also ich denke auch, dass unser nächstes Ziel sein sollte. Ja, Hafenanlage. Ob wir die Lagerhalle wirklich nehmen sollten, weiß ich nicht. Ich bin überlegen, ob wir nicht diese Folge ein bisschen kürzer halten und diesen einen Tag machen. Weil ich denke, der 18. Nein. Diese drei, die bleiben gelagert. Ne, die sind weg. Da kommt erst noch was, also da passiert gar nichts. Hier haben wir auch weggebracht. Da kommt erst am 19. was. Da, die zwei sind gekommen, die bleiben erstmal bis, oh ja, 11 Tage mindestens. Hier kommt morgen einer per LKW. Ich denke mal, die Zeitsachen sollten wir immer als erstes machen. Und da kommen nochmal drei mit zu. Ja. Das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich denke, wir, wie gesagt, als erstes sollten wir den Hafen holen. Und dann eventuell drüber nachdenken, dass wir das, dass wir die Lagerhalle dazu kaufen. Müssen wir nur zwischendurch immer speichern, bevor wir in die Lagerhalle gehen und nachdem wir aus der Lagerhalle raus sind. Weil es schon oft, also ist mir in meinem privaten Spielstand, wo ich, ja, wie ich mir das Spiel gekauft hatte, vor einem Jahr oder so, da ist mir das öfters passiert, dass es da abgestürzt ist. Und darum, ja, habe ich halt schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ob hier diese Gebäude auch noch was sind oder was zu tun haben, weiß ich gar nicht. Weil das hier ist ja eigentlich zum Zurücksetzen der Fahrzeuge. Aber so viele Fahrzeuge haben wir ja gar nicht. Und diese Halle, ja.
Keine Ahnung. Vielleicht können wir hier. Ja, auch noch ein paar. Ah, okay, das gibt es nicht dazu, glaube ich. Ich glaube, ist wirklich nur dieses Gelände. Ich habe es am liebsten so. Ja, wie gesagt, wir gucken uns dann die nächste Folge und gucken wir uns, sehen wir uns, wie auch immer. Ich mache jetzt eben Cut, damit ich das schnell rendern kann, weil es muss heute noch hochgeladen werden, da heute ja Freitag ist. Es ist gleich 8:30 Uhr, eine Stunde rendern und dann 20 Minuten hochladen. Ja, süße passt. Das ist 10, zwischen 10 und 11, kommt drauf an, wie sehr ich das mitkriege. Und ja, heute werde ich dann noch mal so ein paar Folgen aufnehmen, damit die schon mal im Kasten sind, damit ich nicht wieder so unter Zeitdruck gerate. Wir haben unsere Tagesaufgaben geschafft. Wir haben unsere Aufträge, ja, wir haben Parkplätze voll ausgebaut, der Umschlagsplatz haben wir alle Flächen. Genauso wie vom Güterbahnhof haben wir alle drei Linien und alle Flächen. Das heißt, alles Geld, was wir jetzt verdienen werden, das nächste ist fertig am 21. sind 20.000. Dann kommen nochmal 11.000, dann sind wir bei 30.000. Und da sind wir bei 69.000. Das heißt, Ende des Monats, also in circa 2 Wochen, können wir uns den Hafen dazu kaufen. Weil der kostet 80 oder 90.000, irgendwie so ähnlich war das. Also in dem Sinne sage ich bis denn dann. Bye bye. Wir sehen uns. Und das mit Daumen und so, das wisst ihr alle. Und Abo kostet nichts. Also, ciao, bis zum nächsten Mal.